Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es gab gestern ein neues Update, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört. Und zwar ist jetzt für alle der SF-Account verfügbar. Und in dem letzten Mal, wo das auf S31 released worden ist, da hatte ich ja erzählt, dass das Ganze auf Steam und auf der App nicht spielbar ist. Das Ganze funktioniert jetzt, wenn ihr auf den dementsprechenden Plattformen auch das dementsprechende Update geladen habt, dann solltet ihr auch wieder mit eurem Handy in die App, also in Shakes and Fidget, reinkommen. Also das sollte jetzt funktionieren soweit. Ansonsten gibt es ja auch noch ein paar kleine neue Updates, die ich euch mal kurz, worüber ich euch kurz mal informieren möchte. Und zwar, folgende Events hier, wie man sieht, Epic, Sanduhren und so weiter, ne, kann man alles mitnehmen auf jeden Fall, ne, da will ich jetzt aber nicht zu sehr drauf eingehen. Dann haben wir hier die Vorschau auf das Ende kommender Woche. Hier haben wir auch gleich die neuen Updates am Start, die neuen Events, die dann das darauffolgende Wochenende kommen. Und ja, ansonsten gibt es hier eine Info, dass vorhin Update 15.5 aufgespielt wurde, welches neben der Einführung der SF-Accounts noch einen Bugfix für die Druidenklasse mit sich bringt. Die Chance auf kritische Treffer im Rage-Modus war zu niedrig und ist nun korrigiert. Also der Druide wurde ein bisschen stärker gemacht bzw. angepasst, weil er wohl vorher zu niedrig gewesen ist, und deswegen an alle Druidenspieler auf jeden Fall eine sehr gute Sache, ne? Die neuen Client-Versionen sollten in Kürze in den Stores Apple, Google, Steam zu finden sein. Achtet bitte darauf. Da ich ja selbst keinen Druiden aktiv spiele, würde mich das mal interessieren an alle Druiden-Spieler unter euch, die einen Druiden aktiv bespielen. Merkt man da was vom Update jetzt so? Merkt man da jetzt irgendwas von, dass das jetzt korrigiert worden ist? Das würde mich mal sehr interessieren, weil die Leute, die natürlich sich mit der Klasse ausgiebig beschäftigen, die merken sowas natürlich, ob da ein Unterschied jetzt nun wirklich merkbar ist oder nicht. Könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Zu guter Letzt solltet ihr zwischen Freitag und Sonntag im Webshop nachsehen, wenn ihr an einer Sanduhrenknappheit leidet. Denn dort feiern die Sanduhrenpakete eine 20% Aktion. Ja, hier sehen wir auch nochmal eine neue Grafik dazu, also für alle Leute, die eventuell vorhaben, sich das Sanduhrenpaket zu holen. Das muss natürlich jeder selbst wissen, ne? Ich persönlich würde weiterhin noch dazu empfehlen, jetzt gerade wo das Sanduhren steht Kopf-Event kommt, dort sich mit Sanduhren einzudecken, denn die Sanduhrenpakete selbst sind selbst mit der 20% Aktion immer noch nicht so, dass sie jetzt mich so locken würden, dass ich davon jetzt was kaufen wollen würde. Aber trotzdem die Information dazu. Ansonsten empfehle ich euch overall natürlich immer über den Webshop aufzuladen, denn dort sind die Pilze immer noch zum alten Preis verfügbar. Ansonsten über Steam und iOS und Android, sind die Preise erhöht worden, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Da kosten jetzt anstatt 3000 Pilze 100 Euro, 120 Euro, und über den Webshop kriegt ihr die halt noch zum alten Preis, ne? Dahin kommt ihr, wenn ihr auf meinen Link in der Videobeschreibung oder unten angepinnt in den Kommentar dahin geht, und dort könnt ihr dann hier halt eben eure Pilze aufladen. Ihr müsst dazu aber euren Account damit vorher verbinden. Hier sind auch andere News und so weiter und so fort, wo man auch sehr gut informiert wird über die top neuesten Sachen, ne? Und hier auf dem Reiter Shop, dort feiert halt eben ab morgen die 20% Aktion für die Sanduhren. Könnt ihr hier auch aufladen und euren Account, beziehungsweise ihr braucht halt, um euch anzumelden, eure Account-ID. Die findet ihr, wenn ihr jetzt auf das Optionsrad hier unten links geht und dann auf Character. Und dann seht ihr hier, aha, da ist die Charakter-ID. Die könnt ihr hier dann einfach rauskopieren
und könnt dann hier oben, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr gefragt werdet nach eurer ID, dort dann einfügen. Also das geht dann halt über Einstellungen und dann auf Charakter. Ansonsten gibt es jetzt hier auch seit gestern den neuen Reiter Account. Ja, den habt ihr alle, wenn ihr, wie gesagt, euren Spielstand schon aktualisiert habt und seht halt dann euren Account, mit dem ihr eure ganzen Charaktere halt verknüpft. Es gibt noch andere Methoden hier, zum Beispiel, wie ihr unten seht, über Facebook. Ne, wird vielleicht auch noch in Zukunft erweitert. Und ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel eure Pakete kauft oder normal Pilze kauft oder halt eben die Sanduhren kauft, hier den Creator-Code Dorza mit einzugeben und dann supportet ihr mich noch da nebenbei kostenlos. Ihr habt da keine Mehrkosten durch und das unterstützt mich als Creator natürlich extrem und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ihr das alle so fleißig macht und nutzt. Ich meine, es kostet euch nichts und motiviert mich, sage ich mal, quasi noch mehr als eh schon, jeden Tag hier für euch ein Video abzuliefern, was natürlich über die letzten Jahre nicht abgerissen ist und durch diesen krassen Support wahrscheinlich auch nicht abnehmen wird in nächster Zeit. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das macht, der das vorhat. Ist eine coole Sache und eine geile Aktion auf jeden Fall von Player, weil es halt euch als Käufer, wenn ihr jetzt Pilze kauft, halt nichts kostet. Nichts. Es ist umsonst einfach. Ne? Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Und das ist so das Neueste zu den Updates. Ne? Ich persönlich muss mich auch wieder ein bisschen eindecken mit Sanduhren, wenn es denn soweit ist. Meistens ist ja das Sanduhren-Steht-Kopf-Event in Kombi. Das scheppert aber auch. Oh, schöner XP-Kalender sehe ich hier gerade. Ja, hier unten scheppert das aber auch nochmal anders rein hier. Ja, nehmen wir mit. 150 Millionen. Auf der Stufe, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, achso, wir sind ja hier gar nicht auf dem Main. Ich dachte, wir sind gerade auf dem Main. Ja, aber hier scheppert es natürlich auch gut rein. Stimmt, ich muss ja noch, also ich muss jetzt auch erst meine ganzen Accounts verknüpfen. Oh, hier haben wir leider keinen XP-Kalender. Ne? Aber worauf ich hinaus wollte, ich muss auf jeden Fall mich mit ein paar Sanduhren eindecken. Ich glaube, auf dem Charakter hier, hier auf meinem Projekt-Account, wo wir heute, warte mal, glaube ich, den nächsten Tag erreicht haben, ne? Für welchen Kalender? 7? Okay, dann ist es hier die 8, die wir hier eintragen müssen, ja. Also ihr seht schon, hier ist Knappheit. Da habe ich mich gerade so über Wasser gehalten hier, wie Rettungsbojen, ja. Und da müssen wir definitiv noch ein bisschen ran. Schön halt, wie gesagt, auch, dass es mit dem dem XP-Event zusammenkommt. Das ist natürlich für mich auf meine Challenge auf W60 natürlich auch sehr förderlich. Ne? Und ja, mal schauen. Ich hoffe mal, das Wochenende bringt uns alle wieder gut voran im Levelfortschritt. Und dann nähern wir uns auf Main hier schon bald der Stufe 650. Ne? Das ist schon eine Ansage, ne? Also ich meine, klar, die ersten Spieler erreichen jetzt Stufe 700, aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, rückwirkend betrachtet, habe ich doch schon ein bisschen aufgeholt zu den höchsten Spielern. Weil damals, als der erste Stufe 600 geworden ist, da war ich noch weiter weg als knapp 50 Level so. Ne? Das spitzt sich natürlich immer weiter zu. Ne? Umso weiter man oben ist, umso niedriger sind halt die Erfahrungsquests. Und ich bin halt noch 50 Level hinter den höchsten. Und deswegen bekomme ich halt auch noch immerhin bessere Erfahrung als die da oben. Ja? Und das bringt mich natürlich immer Schritt für Schritt ein bisschen weiter an die da oben halt ran. Ne, auch wenn es halt wirklich sehr, 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 sehr langsam vorangeht. Aber immer Step by Step. Und vielleicht besiegen wir auch mal irgendwann in naher Zukunft hier den Deltopus. Also hier habe ich noch nicht weiter großartig reingetried. Es wird natürlich jetzt nicht großartig schlechter von den Tries her, aber das ist halt so ein Brecher. Es wird halt auch nicht großartig besser. So, ne? Ich hoffe mal, dass ich den ein oder anderen Hit mehr überlebe. Jetzt dadurch, dass ich ein bisschen auf mehr Ausdauer gehe. Und genug Schaden teile ich ja trotzdem mit meinen 350
1000 Int immer noch aus. Aber ihr seht das, wenn ich hier so weggekrittet werde, ne, dann habe ich da halt null Chancen. Ne? Aber Geduld ist eine Tugend, ne? Das wissen wir ja schon bereits in Shakes and Fidget. Ohne Ausdauer kommst du halt nicht voran. Das ist nun mal so, da kannst du so viel Geld auf der hohen Kante liegen haben, wie du willst. Wenn du nach einem halben Jahr Pushen wieder aufhörst, dann holen dich halt auch selbst die Free-to-Play-Spieler ein, irgendwann früher oder später. Ne? Und ja, das ist halt einfach das Game. Ne? Was willst du machen? So, wir drehen mal noch ein bisschen am Glücksrad hier. Ja? Und dann gehen wir nochmal gleich in den Würfelspieler rein. Übrigens, ich habe schon lange nicht mehr, ne? Ich habe schon lange nicht mehr in die internationale Ehrenhalle geschaut. Sind wir hier vertreten? Nee, leider nicht. Und gildentechnisch sind wir auf Platz 13. Ja, wir halten uns, sag ich mal, zwischen Top 10 und Top 15, so circa. Ne? Mal schauen. Wir gucken uns mal einen so einen Fight an. Ich habe schon echt lange hier nicht mehr reingeschaut in die EHOF, ne? Keine Ahnung, was hier abgeht. Hatte ich mal eine Zeit lang echt wirklich sehr, sehr lange auf dem Schirm gehabt. Wie Regentropfen. Aber ja, in letzter Zeit ist das ein bisschen vernachlässigt worden hier. Kam auch immer wieder Neues, ne? Hier, schöne Grüße an Saif, ja, an Matze. Auch heftiger Magier. Guckt euch die Stats an. Unglaublich krank. Ja, vielleicht kommen wir sogar noch gegen ihn ran hier. Ja, nee, doch nicht. Ach, schade. Okay, da hat der Smudo einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gucken wir mal. Ja, der nimmt noch einen mit. Der die cool. Also, starke Leute hier unterwegs. Starke Leute. Nachher kommen ja hier unsere Squishy Magier, hier unsere Glass Cannons. Ja, okay, da komme ich erstmal ran. Och nee, ich krieg wieder direkt. Och Mann. Das ist aber sehr uncool vom Daddy Cool hier. Er krittet hier. Ja, er krittet alle weg hier. Ja, moin. Ja. Schade. Schade, Marmelade. Was willst du machen, ne? Naja. Liefern sich die höchst. Das war aber doch nochmal knapp gewesen, ne? Hier, das war jetzt der letzte von unserer Gilde gegen den letzten von der ultimativen Gilde hier, ne? Ist natürlich klar, ist immer noch so, dass, wenn man sich einen Kampf anschaut, dass man verliert, so, ne? Das ist immer noch so in der EHOF so ein Bug. Aber ja, man sieht, die Kämpfe sind immer Kopf an Kopf, wie ja, ein Kopf an Kopf Rennen wie Witterkämpfe. Ne? Also wir sind zu Recht auf jeden Fall hier auf Platz 13, würde ich mal behaupten. Und ja, geben natürlich auch weiterhin. Oh, das kann hier gleich weg. Natürlich auch weiterhin Gas, dass das auch hier nicht in naher Zukunft abreißt. Ne? Okay, wir wollten noch ganz schnell. Zum Hütchenspieler. Ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr erpicht darauf, auf Kristalle zu gehen tatsächlich, weil das lohnt sich schon. Also, wenn man damals so einen guten Pasch würfelt hier, naja, das brauchen wir nicht, dann scheppert das auch. Und dreimal hintereinander hier die drei Sanduhren, was ist das denn jetzt hier? Ich will die Sanduhren nicht. Ich bekomme jetzt gerade sehr viele Sanduhren zum Wochenende. Obwohl, ich habe auch noch genug. Ja, deswegen, ist schon cool. Ich will unbedingt einen 5er-Pasch würfeln, wenn das Zweifach-Event ist, also es doppelt so viele Kristalle bekommt. Ah, nochmal ein Taui mitgenommen hier. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Okay, Leute, das war's soweit für die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Und ja, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link auch zum Webshop fürs kommende Wochenende. Eventuell ist es was für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn in Zukunft noch andere Angebote abseits der Sanduhren exklusiv im Webshop erhältlich sind. Das würde vielleicht noch mal ein paar mehr Leute anlocken, eventuell. Ne? Aber das ist auch nur meine Meinung dazu. Und ja, vielleicht habt ihr da auch ein paar Vorschläge für coole Angebote. So, ne? Ich denke mal, da kann man viel machen, auf jeden Fall. Wird bestimmt in Zukunft auch noch kommen. So ein Shop bzw. so eine Webseite ist ja sehr ausbaufähig. Ne? Okay, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.